Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Food Haul vom Real. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich habe heute einen Food Haul und zwar war ich im Real gerade und habe da ein paar Dinge mitgenommen, die wir noch brauchen für diese Woche. Es ist quasi ein kleiner Wocheneinkauf und dann kommt man einfach mit. So, das ist unser Einkauf, unser Wocheneinkauf. Und zwar habe ich gekauft für meine Kinder Magnum White Chocolate Strawberry und einmal Cornetto Classico. Die beiden Pakete waren im Angebot zu jeweils 1,99 €. So, dann hier 13 Backfischstäbchen essen meine Kinder sehr gerne mit Rahmspinat mit dem Blub. Und dann werden wir an einem anderen Tag noch Gemüsestäbchen machen. Dann habe ich noch mitgenommen Apfelrotkohl, esse mir sehr gerne mit Kartoffeln. Und dann geht es hier weiter, passierte Tomaten für die Tomatensauce. Dann habe ich für mich und die Kinder geholt 2 Pakete Alpro Reismilch. Schmecken möglichst sehr gut, leicht süßlich. Und ich versuche die normale Kuhmilch durch Reismilch zu ersetzen. So, dann habe ich noch beim Bäcker hier ein Graubrot geholt. Und was ich für mich neu entdeckt habe, ist Hummus. Habe ich noch nie vorher probiert, bis ich letztens einmal gesagt habe, komm Dani, holst du mal. Da schwärmen so viele davon, die sich vegan ernähren. Und dann habe ich mir das Paket geholt und es schmeckt wirklich super lecker. Und zwar esse ich das sehr gerne mit, als Dip. Mit Kohlrabi geschnitten. Kohlrabi-Streifen oder Paprikastreifen und da gab es halt von dieser Firma nur ein Paket. Deswegen habe ich noch eins mitgenommen von einer anderen Firma, Obela Hummus geröstete Pinienkerne. Dann habe ich hier mitgenommen Eiweiß, das kann man super verwenden, um Eintöpfe so ein bisschen geschmacklich aufzuwerten und habe ich eigentlich immer im Haus. Und dann habe ich hier Bio-Paprika geholt. Bio-Paprika deswegen, weil wir diese Paprika immer roh essen. Und mit Bio bin ich irgendwie auf der sichereren Seite. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber Bio ist immer gut. Und dann habe ich noch eine Bio-Gurke geholt. Die essen wir auch immer so als Salat oder als Sticks zum Dippen. Und dann habe ich hier noch Tomaten geholt, auch wieder Real Bio. Und habe ich noch was im Bio geholt? Ja, gleich, dazu kommen wir gleich. Das Lustige daran ist, dass fast alle Bio-Sachen nochmal extra verpackt sind in Folie. Das finde ich nicht so gut. Ich kann nicht verstehen, warum man das nicht als, als loses Gemüse in der Bioabteilung anbieten kann. Nun gut, ich glaube, dafür müsste ich zum Markt gehen. genau, also dann habe ich hier 2 Kohlrabi mitgenommen. Dann ein Paket Äpfel. Am liebsten essen wir die Gala. Und ja, halt hier Bio-Kartoffeln. 2 Säcke voll. Dann Frischkäse, das haben wir noch Gouda für meinen Mann. Dann haben wir hier Bio-Clementinen, jetzt ist ja wieder die Orangen- und Clementinenzeit. Essen wir einfach so zwischendurch. Und dann habe ich hier für meinen Mann fränkische Bratwurst geholt. Und jetzt kommen wir wieder zu der Abteilung reduzierte Ware. Da habe ich 2-mal Frühlingsquark mitgenommen von Mehlrahmen, war reduziert auf 30 Cent jeweils.
Auch zum Dippen sehr, sehr gut geeignet. Dann habe ich hier drei verschiedene Sojajoghurts mitgenommen von Alpro. Einmal in, mit Vanillegeschmack, dann einmal reich an Protein und einmal in Natur. Genau. Und dann habe ich hier noch, weil es im Angebot war und ich esse ja nicht so gerne Fleisch und es ist nicht einfach, wenn man ein ganz Leben lang Fleisch gegessen hat, es anders nicht beigebracht bekommen hat, ja, dann fällt es einem echt schwer, da Alternativen zu finden. So, deswegen habe ich mir gedacht, wenn das Biohackfleisch ist, kannst du das vielleicht mit gutem Gewissen mitnehmen. Und zwar wurde das reduziert auf 1,50 Euro. Da habe ich jeweils da habe ich 4 Pakete mitgenommen. Genau. Jo, das war's. Also, das war mein Wocheneinkauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.